sehr gespannt, wie wir uns schlagen werden. Vielleicht reichen auch gar nicht 2 Abende, weil ich zu dumm dafür bin. Aber jetzt, pst. Arthur McConner is now missing for more than 2 weeks. His latest expedition in Egypt with archaeologist Arthur McConner never returned from his last expedition. The 47-year-old father was known for his research about ancient Egypt and its technological capabilities. His neighbors said after 14 days, the rescue team have stopped the search for Arthur McConner. The man who was leading the search said in an interview that it is highly unlikely for the archaeologist to still be alive. So, und da sind wir angekommen. Wir haben gehört über die Nachrichten, dass unser Vater, vermutlich sind wir die Tochter, dass unser Vater vermisst wird als Archäologe irgendwo an einem Fluss in Ägypten. Und wir sehen hier, stehen schon beeindruckende Figuren herum. Das wird unser Boot sein, mit dem wir hier nichts tun können. Naja, wir bewegen uns immer. Oh, schaut mal. Könnte das das Boot unseres Vaters schon sein? Möglich. Die Sonne steht hoch am Himmel. Okay, auf geht's. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwas finden hier. Was mich schon ein bisschen bewundert ist, es gibt, glaube ich, keine Schrittgeräusche. Oder vielleicht habe ich sie zu leise gemacht. Vielleicht gibt es die doch. Ich gehe mal ganz kurz in die Optionen. Wir haben Effektlautstärke, Musiklautstärke. Das habe ich ein bisschen runtergestellt. Ich mache mal das hoch und mache mal die Musiklautstärke runter. Mal gucken. Ah, da ist mir der Hintergrundsound dann zu hoch. Ne, das lassen wir dann mal so. Okay. So, was haben wir hier? Ein kleines Vögelchen. Und ein verlassenes Lager. Aber keine weiteren Spuren. Ich glaube, es gibt auch nichts, mit dem wir hier interagieren können. Man kann ein bisschen springen. Man kann auf solche Felsblöcke hier raufspringen. Aber ich glaube, hier käme man jetzt nicht rauf. Man kann auch nicht klettern. Also das ist schon zu hoch für uns. Das wird sicher noch eine Bedeutung haben. Die Figur macht einen Schatten, ja. Oh, schaut mal, da ist irgendein Block. Aha, okay, alles klar. Gut. Klassisches Schalterrätsel oder Druckplattenrätsel. Damit werden wir vermutlich hier herangeführt. Cube aufheben, absetzen. Okay, also das ist vermutlich eine Basistechnik, mit der wir jetzt häufiger zu tun haben. Oh, schaut mal da hinten. Da ist jemand. Blau strahlend, so wie diese merkwürdigen aktivierten Symbole hier. Und der Fluss führt hier weiter. Da sehe ich schon wieder so einen Cube da hinten. Wir könnten jetzt hier auch runterspringen. Na, wir gucken uns das erstmal an. Ach, schaut mal, da ist noch ein
Nebeneingang. Und da ist noch einer oben. Da kommen wir allerdings nicht hin. Der öffnet diese Tür hier. Okay, alles klar. Der öffnet die. Aber den brauchen wir, um dahin zu kommen. Können wir, wenn wir den nehmen, können wir da raufklettern? Das ist nochmal die nächste wichtige... Oh ja, alles klar. Das wird dann die nächste Sache sein, die wir nutzen können. Wir können die Cubes zum Klettern verwenden. Perfekt. Okay, damit kommen wir da weiter. Theoretisch... Nee, wir können nichts mitnehmen. Nee. Okay, ich weiß gar nicht, warum wir hier rumgehen müssen. Wir hätten, glaube ich, auch darunter springen können. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, wir kommen jetzt hier raus, wo wir eben gestanden haben. Ach, wisst ihr was? Man kann es vielleicht da runterspringen, aber man kommt nicht über den Fluss rüber. Ich glaube, man kann nicht schwimmen. Ja, ja. Okay. Alles klar. Dann wird man zurückgesetzt. Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Sowas wie einen Tempel, der in den Berg gebaut ist, wenn ich das richtig sehe. Das ist keine Pyramide oder ähnliches. Das Coole ist immer an diesen an diesen Ruinen und Dungeons, dass Gott sei Dank immer irgendjemand die Fackeln betreut und die Lampen. Oh, schaut mal, das ist aber schön hier. Also grafisch gefällt mir das schon mal hervorragend. Hat eine ganz angenehme Atmosphäre. So, es geht links und da sind irgendwelche Symbole zu sehen. Wir gucken uns erstmal diese Symbole an. Schaut mal. Aha, die beten offenbar dieser blauen Technologie. Die beten die irgendwie an. Nee, das sieht an, das ist was anderes. Die holen das, schaut mal, das ist wie ein Bergmann oder sowas. Ja, schaut mal, es sind Sklavenantreiber und die holen das aus dem Schacht raus und dann nutzen die das. Und da oben, was ist das für ein Symbol? Okay, hier sehen wir auch so einen Block, den wir selbst auch gesehen haben und kennen. Eben. Was das bedeuten soll, weiß ich nicht so richtig. Hier ziehen die Blöcke, das sieht so aus, als ob die hier die Blöcke für die Pyramiden irgendwie ziehen. Und da wird der kaputt gemacht, kann das sein? Das ist wie so ein Schraubstock, oder? Auf jeden Fall ist das nicht mehr ganz vollständig, oder? Hm. Okay. Gut, hier kommen wir aber scheinbar nicht weiter. Ah, cool auch. Jetzt hört man übrigens Schritte. Alles klar. Ich weiß gar nicht, warum das vorher nicht hörbar war. Ist auch sehr schön, der Sand hier am Rand. Gefällt mir sehr gut. So. Okay, was haben wir hier? Wir haben klassische Druckplatte und wir haben ein neues Element. So eine Art Portal. Okay. Ah, warte mal. Da läuft eine Zeit ab. Okay, alles klar. Das ist, glaube ich, die zentrale Mechanik dieses Spiels. Genau. Man kann durch die Portale ein zweites Ich gewissermaßen erzeugen. Und innerhalb einer gewissen Zeit, die abläuft. Und wenn die abgelaufen ist, dann springen wir zurück in unser eigenes Selbst und ein Geist unseres Ichs macht genau das, was wir in dieser Zeit gemacht haben. Und das können wir nutzen, um die Rätsel zu lösen. Das ist, glaube ich, der zentrale Clou, der zentrale Kniff, wie dieses Spiel funktioniert. Endlich zweimal Steinballen.
Nein, wir sind ja dieses Mädchen hier. Ich weiß gar nicht, wurde ihr Name genannt? Okay, gut. Also mal schauen. Wir haben jetzt hier eine Treppe, die runterführt. Ach so, das ist wahrscheinlich nur, falls wir da runterfallen, dass wir wieder hochkommen. Okay, wir haben hier eine Plattform, die wird sich da hinten hin bewegen. Und wir haben. Oh, das kennen wir auch noch nicht. Wir haben hier einen Schalter, der wird mit Sicherheit das aktivieren. Und das heißt, wir müssen jetzt vermutlich genau das machen. Diesen Schalter drücken. Und ich glaube, nichts anderes machen, oder? Wir können ja mit dem Geist hier stehen bleiben. So, und jetzt. Ah, verdammt! Ah, okay, alles klar. Ich merke gerade. Ja, so geht's nicht. Man sollte sich Zeit lassen. Ach so. Okay, alles klar, ich verstehe. Man muss das Teil. Ah, man muss jetzt das. Interessant. Interessant. Es geht gut los. Timing ist alles. Ja, gut. Okay, dann. Dumm-di-dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm. Und jetzt drücken wir. Ob das jetzt geht? Ich meinte, er ist ja nicht vollkommen nach hinten gefahren. Wir schauen mal. Nee, das geht, glaube ich, auch nicht, ne? Weil dann die. Z ah, okay. Wow, Leute, wow. Okay, gut. Wir müssen also wirklich das noch besser timen. Ich würde sagen, jetzt. Jetzt kommen wir auf jeden Fall rüber. So, jetzt hier schnell hin. Kann man rennen? Okay. Alles klar. Okay, wow, das ist knifflig. Wichtig zu wissen. Timing ist alles, genau. Okay, wir sind einmal rübergekommen. Haben wir hier noch was Interessantes an der Wand? Oho, okay. So, was haben wir hier? Also, wir haben hier eine Plattform. Was macht die Plattform? Die aktiviert das und bringt das runter. Okay. Gut, das ist kein Problem. Wir müssen allerdings ja hoch, vermutlich. Das heißt, wir werden wahrscheinlich als erstes das Ding hier platzieren. So, dann können wir hinten das Portal nutzen. Richtig schön stressig. dann können wir das Portal nutzen. Und dann müssen wir eigentlich nur durchlaufen und den Cube wieder runternehmen. Das müsste eigentlich funktionieren. Probieren wir es. So, und dann kommt er nach oben. Zack. Ja, wunderbar. Okay, alles klar. Interessanterweise, warte mal. Ah ja, okay. Der ist jetzt runtergenommen. Gut, gehen wir weiter. Aber das Gefühl, diese Timing-Rätsel haben das Potenzial, nervig zu werden. Kann man da runterfallen? Ja, da kann man, glaube ich, runterfallen. Na, mal gucken. Okay, ein Mann mit Flügeln, mit künstlichen. So, wir haben hier wieder ein Portal. Wir haben einen Cube. Ah, warte mal, der ist anders. Ah, okay, den kann man schieben. Aber den kann man nicht hochheben. Da komme ich auch nicht raufgesprungen. Hier komme ich auch nicht rüber. Okay, warte mal. Das heißt, man muss den Cube da ranschieben. Ja, ist klar. Ich sehe schon. Kann man ihn auch ziehen? Ja, man kann ihn auch ziehen. Aber das. So, und jetzt
müssten wir durchs Portal, dann mit ihr den rüberschieben, während wir rauf. Okay, man muss aber. Man muss das so hinstellen, dass man da noch hinter kann. Okay, pass auf, ich schiebe ihn noch ein bisschen weiter nach da. Dass wir einen guten Sprung darauf machen können. Ja, und dann werden wir rübergeschoben. Müsste gehen. Okay, gut. Ja, ach so. Ah, warte. Wartet. Okay. Ich habe nichts ans Timing gedacht, aber das hat gerade so hat es gereicht. Ja, cool. Witziges Spielprinzip. Sehr, sehr witzig. Mal gucken. Ich glaube, das wird noch richtig fett schwierig. Okay. Nächster Raum. So, was haben wir hier? Wir haben Schalter. Schalter, der führt da unten hin. Okay. So, wenn man den drückt, dann geht vermutlich der da drüber. Den Cube werden wir holen müssen, um ihn dort draufzulegen. Okay, das ist soweit klar. Ja, jetzt ist nur die Frage. Warte mal. Passt auf, ich glaube, wir müssen. Was passiert eigentlich, wenn diese Figur. Warte mal. Was ist, wenn wir den geistigen Cube holen lassen? Was passiert, wenn ich jetzt hier durchlaufe? Genau, darauf gehe. Jetzt hier den Cube nehme. Ach so, es geht ja nicht automatisch. Ah, warte mal. Shit. Und jetzt müsste er auch da drauf liegen, oder? Und jetzt könnte ich ihn doch. Ah nee, er ist zurück. Liegt er da drauf? Ja, er liegt da drauf, Leute. Ah, fast. Aber das ist es, glaube ich. Wir müssen ihn einfach nur als Geist ablegen. Dann funktioniert es. Ja. Ich muss den Cube auf die Platte absetzen. Dann funktioniert's. Aber der Gedanke war schon der richtige. Ach, er bleibt da sogar liegen. Okay. So, jetzt hier. Bitte. Ja, ist ein bisschen knapp. Ich hoffe, das geht so. Okay, jetzt ist ja kein Stress. Und jetzt liegt er da. Fast runtergeworfen, ja. Genau. Schaut mal. Es gibt eine richtige Physik. Da ist eine kleine Kante. Das hätte noch kritisch werden können. Gut, sehr cool. Wunderbar. Die nächste Tür geht auf. Geschafft. Prima. So. Okay, Musik setzt ein, irgendwas Besonderes. Wenn wir hier runterspringen, kommen wir, glaube ich, nicht wieder hoch. Wollen wir auch gar nicht. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt hier es verkacke? Bin ich da unten? Ah, nee, ist eine Treppe. Okay, ist ein reines Sprungding, ne? Ja, okay. Gut. Da oben ist wieder. Ah, deswegen die Musik. Da oben ist wieder der blaue Geist. Ich glaube, ich werde bald Fingernägel kauen hier sitzen. Vor lauter Stress. Ah, ich finde das ehrlich gesagt gar nicht stressig, weil man ja nie richtig tot gehen kann oder so. Sondern man wird ja die Versuche immer wiederholen können. Ich denke, man kann diese Rätsel immer wieder zurücksetzen. So, aber jetzt erstmal überlegen. Also, wir haben. Hier, okay, der fährt dort hoch, alles klar. Wir haben einen Cube, der das dann auch machen kann. Dass wir da hochfahren, lege ich erstmal hier hin. So. Was ist denn das eigentlich? Hat das wieder einen Schalter? Das,
Ding. Ah, warte mal. Das wird einfach nur dort hochgehen. Ja, aber warum ist das wichtig, dass das da hochgeht? Vermutlich, weil wir den Cube noch drüben brauchen. Okay, hier ist ein kleines Sprungrätsel. Der Schalter bringt das nach oben. Okay. Also klar ist, dass wir den Geist... Ah, okay, alles klar. Das Problem ist, dass wir hier nicht hochkommen. Deswegen brauchen wir die Plattform, weil wir vermutlich mit den Cubes nicht springen können. Okay, alles klar. So, kurz überlegen. Das heißt, wir brauchen das Ding hier oben. Dann müssen wir durchgehen. Dann muss der Geist den Cube in die Hand nehmen, hier rüberlaufen, das darauf legen. Und wir müssen wiederum schnell auf die Plattform laufen, indem wir dort rüberspringen. Okay. Der richtige Stress kommt noch. Oh Gott, jetzt macht mir keine Angst. Okay, alles klar. Ich denke aber, das ist der Weg. Gut. So, Cube nehmen. Warte mal, wir müssen nachher dorthin. Also insofern stellen wir den mal hier ab. Wir gehen hier hoch. So, jetzt kurz überlegen. Ich nehme den Cube mit, damit ich hier überhaupt hochkomme. Aber wir brauchen halt den Geist, der den Cube da hinten rauflegt. Okay, ja, also jetzt ist es eigentlich relativ simpel. Geist kommt, nimmt den Cube, läuft hoch und packt den Cube hier rauf. Das wird aktiviert. Okay, und wir müssen in der Zeit jetzt hier rüberspringen und uns hier raufstellen. Perfekt. Easy. Sehr schön. Macht echt Laune. Toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das war der Weg. Okay, jetzt sieht es anders aus. Wir haben ja, glaube ich, so den ersten Abschnitt, habe ich das Gefühl, geschafft. Oha, was geht denn jetzt hier los? Oh, krass. Wow. Eine Pyramide und drei große Gebiete oder Eingänge. Was ist, wenn ich irgendwas ganz am Anfang vergessen habe und zurück muss? Nein, das ist doch, also für mich erscheint es wie ein ganz klassisches Rätsel-Raumspiel. Da kann man nichts vergessen, sondern die Aufgabe ist es, immer in den nächsten Raum zu kommen, immer einen Schritt weiter zu kommen. Und jedes Mal werden die Rätsel komplexer und schwieriger. Leute, entspannt euch. Hier kann nichts schief gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden einfach kniffeln und rätseln immer an jedem Punkt, wo wir gerade sind. Ja, ich vermute auch, dass... ich schätze mal, so wie das aussieht, die Pyramide wird verschlossen sein. Das wird vielleicht sowas wie das Endziel sein. Und dass wir erstmal hier jeweils in die drei Eingänge müssen, um irgendwas zu erhalten, um in die Pyramide zu kommen. Sieht echt gut aus. Aber wer weiß, vielleicht ist die Pyramide auch gar nicht verschlossen. Wir gucken. Oh, nee, sie ist überhaupt nicht verschlossen. Da ist der Typ. Er wartet auf uns. Papa, bist du es? Aber schaut mal, hier sehen wir schon die Symbole. Hier, das ist das, was wir brauchen. Ja. Es ist unser Vater, aber als Geist. Wow. After all those years, I finally found it.
The Great Gate of Egypt. I wonder what ancient mystery it may hide. So, if I interpret the symbols correctly, opening the gate has something to do with these missing seals. Gut, das haben wir es auch schon gedacht. It's strange, but there is something written about a place above the clouds. I guess I'll have to find out what that means. This whole place looks like a huge mechanism, probably driven by those buttons, but only one seems to work. Okay, alles klar. Wir haben eine vorgegebene Reihenfolge, wie es aussieht. Wir müssen also jetzt jedes dieser drei Eingänge mit den dahinterliegenden Rätseln durchlaufen, um offenbar hier passende Steine zu finden. Wenn wir drei haben, öffnet sich das Tor. Und es war die Rede eben von einer Stadt über den Wolken. Gut. Dann haben wir keine große Wahl. Gucken wir uns mal die Pyramide an. Da rechts ist so ein bisschen so ein... Sind das Pflanzen oder ist das ein goldener Fleck? Schaut mal, da hinten ist da auch noch eine Höhle. Da will ich mal kurz noch hingehen. Aha. Oh Gott, eine riesige Treppe hier noch runter. Okay, warte mal, das merken wir uns. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal dorthin und aktivieren einen Schalter. Denn einer soll ja aktiv sein. Okay, also was haben wir hier? Skorpion, Salamander oder Eidechse und Schlange. Der scheint aktivierbar zu sein, die anderen nicht. Aha. Cool. Krokodil, na gut. Wenn ihr meint, ist das ein Krokodil. Und das ist ein Skarabäus. Alles klar. Gut, dann begeben wir uns mal hier in den ersten Bereich. Das ist doch auch schon wieder was. Aber das ist nicht aktivierbar. Oh. 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 Schaut mal, wir sehen hier eine Karte, was uns erwartet. Aber warum ist da denn auch eine Pyramide? Wir sind doch eigentlich ganz offensichtlich hier. Gehen jetzt hier rein. Ob das wichtig ist, ob ich das screenshotten muss? Man kann so ein bisschen antizipieren, wie weit wir es jetzt hier zu tun haben. Auf jeden Fall kommen wir, vielleicht kommen wir dort zu so einer Art Mini-Pyramide. Ja, es ist wieder was mit Time Loop. Stimmt. Gut erkannt, ja. Na gut, wir gehen mal weiter. Oh, ein Achievement habe ich bekommen. Seht ihr jetzt nicht? Deine Reise beginnt. Oh, ich fühle mich hier schon weit gereist. Aber das war wohl alles Pillepalle, was wir bisher erlebt haben. Okay. Gut, warte mal. Wir haben hier in der Mitte Cube zurücksetzen. Okay, der war in der Mitte. Jetzt haben wir ihn zurückgesetzt. Vielleicht sollten wir hier nur diese neue Technik kennenlernen. Weil es sieht so aus, als ob wir den hier brauchen. Jawohl. Na gut, dann schreiten wir mal durch das Tor hier. Okay, wir haben hier ein Portal. Wir haben hier eine Mauer, die wir nicht erklimmen können. Wir haben hier eine Plattform, die uns irgendwo hinbringt, dahin bringt. Okay. Da ist ein Schalter. Möglicherweise ist die Plattform aber durch den Schalter zu steuern. Was haben wir denn hier? Ach so. Wir kommen hier wieder zurück. Warte mal. Das wird jetzt schon interessant. Das heißt, wir brauchen eigentlich den Cube von dort.
Aber wenn wir den dort wegnehmen, schließt sich das Tor. Oder habe ich hier noch was übersehen? Nee. Also ganz offensichtlich müssen wir da irgendwie damit irgendwie agieren. Aber okay, wir können hier runterspringen. Was nützt uns, dass wir hier runterspringen können? Oder vielleicht können wir den Cube hier hinlegen? Nee. Ob ich noch einen Würfel aktivieren kann? Ah, ich glaube, man würde den zurücksetzen, ne? Ja, ich kann den Cube zurücksetzen, dann geht er dorthin, aber was nützt mir das? Geh mal durchs Portal, da komme ich auf die andere Höhenstufe. Nee. Hier komme ich nicht hoch, genauso wenig. Okay, warte mal, ich könnte jetzt da durchlaufen. Ich könnte das Ding nehmen. Aber dann wird das Tor geschlossen. Du kannst hinten rumschwingen, den Cube zurücksetzen und die Tür wieder öffnen. Ja, was nützt mir das? Ich brauche ja einen Cube hier drinnen, ne? Cube vor das Tor legen und mit dem Geist auf den Schalter. Ja, genau. Genau. Das ist es. Das könnte es sein. Ja, genau. Wir müssen mit dem Geist auf den Schalter. Ja, das ist der Punkt. Richtig, so rum. Das ist der Punkt. Das heißt, wir müssen. Mit dem Geist. Der Geist muss außen rumlaufen. Das ist es, genau. Wir gehen jetzt hier hin, legen den Cube vors Tor. Aber wie kommen wir denn wieder rein? Vielleicht muss der Geist den Cube noch vors Tor laufen. Außenrum ist nur Backup. Ja, genau. Richtig. Ja, stimmt. Wer das Spiel schon gespielt hat. Okay, warte mal. Was war der Fehler? Der Fehler war, dass wir zu langsam waren. Wer das Spiel schon gespielt hat, darf natürlich keine Tipps geben, das ist klar. jetzt als Geist außenrum. Meint ihr? Meint ihr, das glaube ich, das passt vor der Zeit nicht, ne? Ich glaube, ich muss das Ganze zurücksetzen. Ja, das geht nicht. Naja, das funktioniert nicht. Nee, 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 nee. Ich muss das zurücksetzen. Wenn man es nicht kennt, darf man natürlich miträtseln. Ja, ich muss den Cube schnell nehmen. Das muss vom Timing her besser laufen. Ist, glaube ich, eine Timing-Frage. Okay, alles klar, warte mal. Das heißt, ich laufe am besten so rum. So, jetzt haben wir deutlich mehr Zeit. Schaut euch das an. Ja. Alles klar. Wir haben nur getrödelt. So. Wow. Der Satz des Abends, das ist eine Timing-Frage. Gut, dann gucken wir weiter. Also klar ist, wir können jetzt hier mit dem Schalter diese Plattform aktivieren. Vermutlich müssen wir den Cube mitnehmen.
Okay, wir haben jetzt hier zwei Plattformen. Ach du Scheiße. Okay, auf einer muss der Cube stehen, auf der anderen der Geist. Das ist insofern gar nicht so kompliziert. Aber wieder eine Frage des Timings, weil der Geist dann auch wieder runtergehen muss. Verstehe, verstehe, verstehe. Das heißt, als erstes müssen wir den Cube da hochbringen. Okay, das war Quatsch. Nochmal zurück. So, wie machen wir das jetzt am besten? Das heißt, der Geist aktiviert den Schalter. Oder, was auch möglich ist, der Geist bringt den Cube darauf. Das wäre sogar die einfachere Lösung. Wir sind ja... Starten wir immer am Tor hier? Ich glaube, das Einfachste ist, wenn der Geist das macht. Das war jetzt ein bisschen lahmarschig. Könnte sein... Ja, okay, alles klar. Okay, easy. Gut, so. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Also. Der Geist muss jetzt, glaube ich, den Cube hier rauflegen und sich dann hier hinstellen. Und dann muss der Geist auch wieder runtergehen. So muss es, glaube ich, sein. Okay. Anspruchsvoll. Cube raufstellen. Dann sich darauf stellen. Warten und wieder runtergehen. Perfekt. Yeah. Strike. Gut, das haben wir. Darauf erstmal ein Whisky. Naja, runtergehen, der verschwindet doch sowieso. Stimmt. Ja, guter Punkt, ja. Der Würfel, der bleibt jetzt ganz offensichtlich erstmal zurück. So, was sehen wir hier? Es erzählt ja so eine gewisse Geschichte, ne? Also, sie haben irgendwie diese Macht empfangen. Und Speere zerbrechen. Heißt das, sie können ihre Gegner damit besiegen oder es, wie soll ich sagen, es zerstört alle Waffen und schafft Frieden? Und jetzt wird das dem Pharao überreicht irgendwie. Oder es wird vom Pharao empfangen genommen, was auch immer. Oben wird er angegriffen, unten hat er sich mit der Macht verteidigt. Hm. Nun gut. Von oben nach unten. Okay, alles klar. Ein Mann hat den Stein und stürzt den Pharao. Ach so. Aha, okay, alles klar. Das ist der Pharao. Der kommt mit dem Stein. Ah, ja, 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 alles klar. Das sind die Wachen. Und er ist so mächtig, dass er die Wachen... Ja, okay, verstehe. Dass er die Wachen damit besiegt und der Pharao gibt seine Macht ab. Und diese Macht wird repräsentiert durch diese Flügel. Die haben wir ja vorhin auch schon mal gesehen. Ob das der Minenarbeiter ist, ich weiß nicht. Das große Hieroglyphikum ist eingerostet. So, okay. Was haben wir denn hier? Okay, da geht's in den Raum mit dem Skarabäus. Wir sind, glaube ich, schon ganz in der Nähe der Pyramide, aber das sieht hier ein bisschen komplexer aus. Ein Mann mit einer Laute. Gut, also, wir haben da hinten so einen großen Block, den wir schieben können. Aber das ist vielleicht erstmal nicht prioritär.
Was aktiviert das Ding? Kurz mal austesten. Okay, die Plattform. Die geht dann darüber, alles klar. Kann zurückgehen. Theoretisch ist es vermutlich sogar möglich, diesen Block auf die Plattform zu bekommen. Könnte sein, dass das eine Rolle spielen wird. Ansonsten werden wir aber auch auf der Plattform stehen müssen, um da reinzukommen. Ganz offensichtlich. Kommen wir dahin von außen? Nein, auch dazu brauchen wir irgendwie den Block. Gut. Aha. Okay. Das sieht ja jetzt schon... Wir kommen hier erstmal schon gar nicht weiter, interessanterweise. Also wir könnten von hier, glaube ich, da rauf springen. Das wäre kein Problem. Aber was nützt uns das? Weil das geht eh nur in die Richtung. Wir brauchen den Block hier. Das ist klar. Wir brauchen den Block hier, um darüber zu kommen. Um, wer weiß, was da hinten zu machen. So weit, so gut. Das ist auch relativ simpel. Das kriegen wir, glaube ich, ohne alles hin. Wir schieben einfach den Block darauf und fahren ihn zurück. Das ist easy. Block scheint auch schon richtig zu stehen. Oh, der, nee, aber der ist durchsichtig. Das ist ja sehr praktisch designt. Aber das war nur ein Schatten. Ich weiß nicht, wie genau es sein muss. So, jetzt können wir darüber springen. So, wenn ich hier runtergehe, komme ich da, glaube ich, nicht mehr wieder hoch. Ja. Okay, hier hinten komme ich auch nicht hoch. Da käme ich aber zum Geisterportal, wenn ich das richtig sehe. Gut, so, wir haben hier die nächste Plattform. Auch hier komme ich nicht hoch. Auch da brauche ich die Plattform für. Okay, hier haben wir den. Der fährt das aus. Gut, das heißt, wir könnten mit dem Geist darauf gehen und dort drüber gehen. Dann haben wir einen Block. Was der Block da drüben macht, das müssen wir erstmal sehen. Also da gibt es einen Schalter, da gibt es eine Plattform und da gibt es einen Cube. Das können wir jetzt noch nicht einschätzen. Das heißt, wir machen erstmal das hier. Okay, jetzt stressen wir uns mal gar nicht, sondern checken erstmal ab, was das hier alles macht. So, das Ding bringt das nach unten. Okay. Und der Schalter? Aha, der setzt einfach nur den Block zurück. Gut. So, jetzt überlegen. Wir müssen mit dem Block da hoch, das ist klar. Um da hinten hinzukommen. Das heißt, der Block darf auf jeden Fall schon mal nicht hier oben liegen bleiben. Sondern hier oben muss am Ende der Geist stehen, der das runter macht. Das heißt, wir nehmen den Block erstmal und packen ihn dahin. Dann laufen wir mit dem Geist hier rüber. Der Geist stellt sich darauf. Währenddessen holen wir den Block runter und laufen mit dem Block dahin. Ja.
Das müsste es so sein, ja. Okay. Gut. So, das heißt jetzt Geist. Geist stellt sich hier auf. So, und wenn er verschwindet, so, wir holen jetzt den Block, so schnell es geht, und müssen jetzt darauf treten. Okay, und wenn der Geist verschwindet, müssen wir wieder hochfahren. Ja, perfekt, alles klar. Wunderbar. So, jetzt haben wir zwar nicht den Block, aber wir sind hier oben. Gut, so, was wollen wir hier oben? Ah, okay, warte mal, jetzt wird es ein bisschen. Wir brauchen jetzt wieder den dicken Block zurück. Das ist aber easy. Aber warte mal, wir müssen uns eher auf dem Block. Nee, warte mal, der Geist muss uns darüber schieben. Das ist es. Wir müssen jetzt erstmal. Das Ding muss eigentlich wieder zurückfahren. Aber andererseits müssen wir hier auch oben sein, um den Geist zu aktivieren. Warte mal, das heißt, der Geist muss jetzt alles machen. Der Geist müsste den Knopf aktivieren und dann den Block. Ah, warte mal. Der Geist muss nur den Block hier ranschieben. Das reicht fürs Erste. Wir bleiben hier oben und gehen dann rauf von hier aus. Und in der nächsten Aktion schieben wir uns hier rüber. Das müsste es sein. Nee, den Block kann ich nicht mit hochnehmen. Also ich fasse nochmal zusammen, was jetzt mal der Plan ist. Der Geist läuft jetzt da hinten hin, aktiviert das Ding und schiebt den Block hier unten ran. Das ist der erste Schritt. Dann müssten wir hier wieder auftauchen, aktivieren nochmal den Geist, springen mit dem Geist runter und schieben den Block daran, während wir dann draufstehen und darüber kommen. Wie seht ihr das? Ist der Plan machbar oder gibt es einen Denkfehler? Ich denke, das könnten wir probieren. Okay, mal gucken, ob es vom Timing her passt. Ah, wow, das geht. Okay, es kann sein, dass wir drei Aktionen benötigen. Ist egal, wenn wir der Knopf reicht ja, wenn wir den einmal aktiviert haben. Das Ding dürfte ja nicht beendet werden. Ja, perfekt, alles gut. Okay, also gleicher Plan, bloß in drei Schritten. So, als nächstes. Schieben wir das hier so ran. Bitte, 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 bitte. Ah, reicht das? Kommen wir da rauf? Naja, pass mal auf. Ich will mal jetzt nichts riskieren. Wir machen es einfach nochmal. Muss ja jetzt nicht sein, dass wir unnötig. Okay. So, und jetzt lassen wir den Geist den Block rüberschieben, während wir uns dann raufstellen. Ah, das könnte knapp werden. Nee, passt. Jo, prima. Sehr schön. Sehr cool. Geschafft. Ja, ich hätte ihn noch ein bisschen an die Kante schieben können, das stimmt. Wird vielleicht.
in den schwierigeren Leveln. Und wir haben tatsächlich hier so eine Art kleine Pyramide erreicht. Ja, wie cool. Okay, aber die Rätsel gehen weiter. Wartet mal. Was passiert jetzt? Wir haben das Ganze aktiviert. Cool. Oha, Leute, das ist die fliegende Stadt. Wir sind noch nicht durch. Wir müssen uns hier weiter rätseln. Okay, jetzt wird's luftig. So, okay, wartet mal. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier einer, der geht hier rüber. Ja. Okay, das heißt, wir haben aber hier keinen Block, wenn ich das richtig sehe, sondern einen Geist, der, den wir erst hier und dann darauf gehen lassen müssen. Ja, gut, aber das ist ja auch nicht so schwierig. Ja, alle Zeit der Welt. Kein Problem. Ach, shit! Ja, von wegen, alle Zeit der Welt. Hä? Was war das denn jetzt für ein lahmarschiger Mist von mir? Kann man das irgendwie... Ja, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit hier. Guck. Es war gar nicht lahmarschig. Das Timing war nicht bedacht. Sehr gut. Oh, sagt mal, das ist das Ding, was wir brauchen. Okay, das ging ja jetzt einfach. Ja, cool. Achievement einer von vielen. Wir gucken mal hier weiter, ob hier noch irgendwas Fetziges ist. Aber ich glaube, hier geht es noch richtig weiter, Leute. Aber eigentlich müssten wir ja zurück... Können wir hier möglicherweise gar nicht zurück? Oh oh. Kann man hier rüberspringen? Was passiert, wenn ich jetzt versage? Aber warum sollte ich versagen? Ah! Unser Vater zeigt uns, wie man es macht. Ah, wartet mal. Das brauchen wir! Ah, okay, alles klar. Wir brauchen erstmal vier so eine Teile, um dann wiederum das eigentliche Teil zu erhalten. Okay, ich verstehe. Hier links oben sehen wir jetzt die Anzeige. Das heißt, das müssen wir hier reinsetzen. Oh, wow. Okay. Also das... teilt sich ganz offensichtlich weiter jetzt auf. Wir brauchen vier Kristalle insgesamt, um da ranzukommen. Verstehe. Gut, ich denke mal, ja, eins oder zwei links oder jeweils rechts. Na, wir sehen mal. Ich gehe mal zuerst. Was kommt mir sympathischer vor? Ich gehe mal zuerst links. So, hier, das ist, glaube ich, wieder nicht aktiviert. Hat also hier keine Bedeutung.
Ein Mann mit einer Amphore, eine Frau mit einer Amphore. Schöne Musik. Und da haben wir schon den nächsten Kristall. Okay, hier brauchen wir jetzt einen Block, um da reinzukommen. So weit, so easy. Gut, hier ist ein hoher Absatz. Und hier ist gar nichts. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal da runterspringen, vermute ich. Wissen aber noch nicht, wie wir hochkommen. Wahrscheinlich über diese Plattform. Gut, was haben wir hier? Der öffnet das Tor da hinten. Okay. Gut, das heißt, wir müssen da rein. Das muss der Geist jetzt für uns öffnen. Könnte ein bisschen knapp werden. Mal gucken. Ansonsten sehe ich keinen anderen Weg. Da oben ist der Block. So, schnell, 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 schnell. Zeit reicht aber locker. Okay, alles klar. So, das heißt, wir sind jetzt hier oben. Haben den Block. Den können wir hier auch wieder zurücksetzen. Mit dem Block müssen wir hier runter und darauf. Das Problem ist, das kann wiederum nur der Geist machen, weil wir es nicht gleichzeitig schaffen. Oder der Geist packt den, nee, den Block darauf, das funktioniert nicht. Nee, wir müssen mit dem Block in der Hand dahin, das ist klar. Wir können allerdings mit dem Block in der Hand auch hier runterspringen und darauf gehen, um abzukürzen. So, das heißt, der Geist muss irgendwie hier reinkommen. Und der Geist kommt nur da rein, wenn wir den Block vorher dorthin legen. Wir springen mit dem Block runter, legen den Block dorthin. Dann laufen wir mit dem Geist hier durch und aktivieren die Plattform. Währenddessen schnappen wir uns den Block und stellen uns auf die Plattform. Was meint ihr? Scheint mir der Weg zu sein, oder? Ich kann nicht mit dem Geist den Block drauf machen, weil der Block ist ja hier oben. Wir probieren das mal, so wie ich sagte. Also, der Block kommt hier rauf. So. Der Geist läuft jetzt durch. Und aktiviert den Knopf. Jo. Wir schnappen uns den Block. Und das ist jetzt die Frage. Wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Es kann sein, dass wir hier... Ah! Okay, alles klar. Wir müssen... Der Gedanke war komplett richtig. Wir müssen... Oh nein, wir sind hier zurückgesetzt worden. Okay, gut. Kein Problem. Da müssen wir das nochmal machen. Wir müssen einfach mit dem Geist komplett die Zeit abwarten, damit wir auch rechtzeitig hinkommen. Kein Thema. So, das heißt aber jetzt müssen wir leider diesen Schritt nochmal machen. Was ja nicht so schlimm ist. Okay, also Block rauf. Geist durchlaufen und jetzt die Zeit so optimal wie möglich abwarten, bevor wir drücken. Jetzt. Okay, das war ziemlich gut, würde ich sagen. Ach, scheiße! Oh, ich hätte vorher drücken müssen.
Ja, okay. Ja, sehr schön. Aber er ist ja kein Problem. So, kriegen wir das nochmal so gut getimed? Warten, 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 warten und drücken. Jawohl. So, jetzt Block nehmen. Und rauf. Jawohl. Strike. Und da haben wir das nächste. Sehr schön. Machen super Spaß, die Rätsel. Sehr, 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 sehr angenehm. Okay, den zweiten Kristall haben wir. Wo geht's denn hier noch runter, Leute? Schaut mal, geht's noch irgendwo rein? Oh, das gucken wir uns gleich mal an. Wobei, jetzt können wir. Ja, ich weiß nicht. Verlieren wir die Kristalle? Ich glaube nicht, ne? Aber ich bin abergläubisch. Wir setzen den direkt mal rein. Ja, ich habe nicht den Anspruch, Miriel, die Rätsel beim ersten Mal zu lösen. Solange man einigermaßen gut zu Rande kommt. So, ich will das unten jetzt mal erkunden, wo wir dahin kommen. Ja, wir hatten massig Zeit, war. Aha. Was haben wir denn hier? Okay. Drücken. So eine Art Boot. Das wird ja wohl keinen Effekt haben. Okay, muss eine bestimmte Reihenfolge sein oder ein bestimmtes Muster, was aktiviert werden muss? Aber wozu eigentlich? Vermutlich, ja, um dieses Luftschiff zu aktivieren wiederum. Das wird der Fluchtweg sein, nachdem du den Stein hast. Das könnte sein, ja. Guter Hinweis. Ja, da wird ein Hinweis gegeben. Aber bitte keine Hinweise geben, wenn ihr das Spiel schon kennt. Lasst mich bitte rätseln. Ganz, ganz, ganz wichtig. Selbst erst wenn ich. Es gibt vielleicht den Moment, wo ich in Verzweiflung gerate. Dann könnt ihr Tipps geben. Aber das kündige ich an, ja? So, wir gehen rüber. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, könnt ihr natürlich jederzeit alles sagen, was ihr wollt. So, wir brauchen den Block ganz offensichtlich, um hier hochzukommen. Wenn ich heulend vor dem Bildschirm sitze. So, der Geist muss einfach den Block darauf tun. Okay, das ist ja easy. Und da bleibt uns genug Zeit reinzugehen. Beziehungsweise der Block bleibt ja eh liegen. Kein Thema. Okay. Wir sind hier drin. Was haben wir hier? Geh erstmal kurz hier hoch. Hier ist nix. Hier kämen wir wieder zurück. Das könnte vielleicht sogar noch wichtig sein. Weiß ich nicht genau. So. Ah, ha. Alles klar. Damit aktivieren wir das Boot. Ja, müssen wir uns irgendwie merken? Ihr merkt euch das. So, okay. Aber was? Wir brauchen jetzt noch zwei Kristalle, ne? Aha, die nächste Geschichte hier wieder. Der Typ mit den Steinen hat offenbar jetzt die Macht.
und lässt entweder weitere abbauen oder er lässt sie irgendwo einbauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das zu interpretieren ist. Und mit diesen Steinen kann man, oh, kann man irgendwie Wachstum und Wasser erschaffen und Steinblöcke bewegen. Also das ist von großer Macht, das Ganze. Er zeigt ihnen, wie man die ausgraben kann. Ja, das ist vielleicht sogar die bessere Interpretation. Ja, stimmt. Okay, also darauf basiert jetzt hier ein Teil oder die neue Macht. So, gut, hier haben wir ein Geisterportal. Ansonsten haben wir hier gar nichts. Aber eine Tür, die von der anderen Seite sich ja irgendwie aufgeht. Das sieht so schön aus. Ich finde das sehr angenehm, solche Rätselspiele, die irgendwie so eine Wohlfühlatmosphäre haben und nicht sowas Dystopisches. Finde ich sehr, sehr gut. So, warte mal, was haben wir hier? Okay, da oben ist ein Schalter. Der Schalter führt. Wir kommen da oben allerdings nur mit dem Block rauf, wenn ich das richtig sehe. Wir gucken mal, der Schalter schaltet das hoch. Okay, alles klar. Den Block benötigen wir aber, um das aufzumachen. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Block oben auch benötigen. Man weiß es nicht genau, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Das heißt, wir müssen als erstes den Block dort rauflegen. Dann mit dem Geist hier durchlaufen. Und den Block. Ja, was machen wir dann? Den Block dorthin legen? Nee. Wartet mal. Am Ende müssen wir wieder hier hoch. Kann der Geist eigentlich auch springen? Kann der den Block auch nutzen? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, wahrscheinlich müssen wir mit dem Geist hier hoch. Okay, warte mal kurz. Also, wir packen den Block dort rauf. Dann laufen wir mit dem Geist hier rein, nehmen den Block und packen ihn hier unten hin. Und springen mit dem Geist hier hoch und aktivieren den Schalter. Währenddessen laufen wir mit dem Geist wieder hier durch, nehmen uns den Block und gehen darauf. Oder wir brauchen den Block oben gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das vom Timing her hinhaut. Das wäre der Plan. Habt ihr ihn verstanden? Okay. Es ist halt die Frage, ob das überhaupt geht, vom Timing den Block noch zu nehmen und dorthin zu laufen. Oder ob wir ohne den Block da hochfahren. Auf jeden Fall, da hinten ist der Kristall. Gut. Probieren wir es mal. Mal gucken. So, also. Ach nee, der Geist nimmt ja den Block und braucht Muster hoch. Wir müssen wieder im letzten Moment den Schalter drücken. Na, mal gucken. So, ich nehme den Block, stelle ihn hier hin, springe selbst hier hoch und drücke im letzten Moment den Schalter. Jetzt. So, wir laufen mit dem Geist durch. Nehmen ihm den Block weg und gehen hier hoch. Jawohl, geht. Alles klar, perfekt. Okay, da haben wir den Block hier oben. Super, Leute, super. Okay, wir haben hier ein Geisterportal. Wir haben da eine Plattform. Das Ding aktiviert die Plattform. Vermutlich müssen wir mit dem Block da hoch.
Und dann wird das dort aktiviert, könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist die Frage, muss der Geist da hoch oder müssen wir da hoch? Ich vermute, wir müssen mit dem Block da hoch. Tun wir mal schon mal hier hin. Dann lassen wir den Geist darauf stehen. Erster Versuch. Vielleicht muss der Geist nachher noch mehr machen. Das wissen wir jetzt noch nicht. So. Geist verschwindet. Wir fahren hoch. Okay, alles klar. So, hier oben könnten wir. Okay. Wenn wir den Block hier oben lassen, bleibt die Brücke da und das ist das, was wir wollen, ja. Wir verlieren allerdings den Block, was ja kein Problem ist eigentlich. Wenn wir Kristall haben, haben wir den Kristall. Klingt zu einfach. tja, ich weiß nicht. Ich hole mir jetzt erstmal den Kristall. Okay, so, jetzt gehen wir zurück. Wir könnten sogar hier runterspringen, ne? Eigentlich sind wir jetzt hier schon am Ende. Aber wo ist der vierte Kristall? Ah, den müssen wir ah, ich weiß. Den müssen wir mit diesem Boot oder mit dem Luftschiff wahrscheinlich suchen. Da müssen wir da hinten hinfahren, bestimmt. Gibt es Fallschaden? Nö. Gut, prima. Genau, erstmal den Kristall eintuppern. So sieht's aus. Wir merken uns jetzt das nochmal. Das heißt, ja, diese beiden unten, die dürfen nicht aktiviert sein. Okay. Sehr schön. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, was uns jetzt für eine. Ich vermute ja sehr stark, dass wir da oben hinfahren. Das ist so der letzte Ort hier, ne, den wir noch nicht besucht haben. Okay. Jawohl. Sehr schön. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Cool. Die Karre vom Ra, ja. Oh, wie gut. Ich fühle mich hier komplett sicher drin. Sehr schön. Das jetzt automatisch auch. Er dreht sich sogar großartig. An alles ist gedacht. Fantastisch. Okay, wo müssen wir hin? Da ist der Kristall. Da ist ein Vögelchen. Hallo Vögelchen. Hallo, wie geht's dir? Du bist ja gar nicht scheu.
Okay, hier geht's tief abwärts. Hier könnten wir uns theoretisch fallen lassen. Und hier kommen wir nicht weiter. Okay. Da oben sind zwei Kristalle. Ich sehe erstmal nur eins. Aber dahin ist auch nur eins. Das stimmt, ja. Ist ja merkwürdig. Noch ein Vögelchen. Ja, die sind aber auch süß. Okay, hier haben wir auch nochmal ein Kristall. Vielleicht kann man sich aussuchen, welches man nimmt. Ich weiß es nicht. Also wir brauchen hier ein Cube. So, wir haben hier eine Plattform, die sich da hinten vielleicht hin bewegt. Ich weiß es nicht. Jetzt wird es hier verwirrend. Wir können hier runtergehen. Oh wow, jetzt wird es komplex. Und haben hier vier. Ich gehe jetzt mal spontan schon mal davon aus, dass wir dieses Ding da oben brauchen. Würde ich mal ziemlich sicher sagen. Schiebe ich das schon mal hier rauf. Und aktiviere das jetzt. Wir könnten auch mitfahren, ne? Ist das irgendwie cool? Wir könnten das auch von hier aktivieren. Jetzt habe ich allerdings einen Großteil von hier hinten gar nicht gesehen, was hier los ist. Hier käme man wieder hoch. Da oben war auch noch irgendwas. Genau, hier. Ah, schaut mal. Hier können wir das Ding hinschieben und uns dort was holen. Wollen wir das gleich mal machen? Halt, Quatsch. Das muss ja der Geist machen. Das ist ja wieder Quatsch gewesen. So funktioniert es nicht, Leute. Da stehen wir ja gar nicht drauf. Okay, also das bringt uns jetzt hier nicht so viel weiter im Moment. Wir brauchen noch die anderen Kombinationen. So. Na, mal sehen. Wir könnten. Aha, wir könnten aber hier raufspringen, während das unten ist. Das müssten wir uns merken. Stein auf Vögelchen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Geisterportal und wir haben hier das Ding. Wo fährt das denn bitte hin? Aha, das fährt auch darüber. Und das ist es dann auch. Okay, gut, jetzt heißt es überlegen. So, warte mal. Also, wir müssen selber dort rüber. Dazu müssen wir auf diesen Block. Wir kommen auf diesen Block nur, wenn der Block da unten ist. Ja, und dann muss aber das Ding noch gleichzeitig rübergeschoben werden. Okay, also ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir da rüber müssen. Über das Weitere brauchen wir uns, glaube ich, noch nicht so viel Gedanken machen. So, das heißt, also wir holen den Block darunter, platzieren ihn dorthin. Der Geist läuft dorthin, geht mit rauf, drückt den Knopf, fährt hoch, schiebt den Block darunter und darüber. Währenddessen müssen wir so schnell es geht, und ich muss mal gucken, was ist der schnellste Weg dahin? Ja, wir müssen ja gleichzeitig da oben irgendwie hin. Wie kann man das denn bitte machen?
Okay, wir müssen also. Ich weiß, wie das gehen würde, aber es ist so alles, dauert alles viel zu lang. Wir müssen das aktivieren, dann auf das Ding raufspringen, dann sind wir da drüben und können auf den Block springen. Geht das? Ist das vom Timing machbar? Das wäre es aber eigentlich. Gut, das heißt, der erste Schritt ist, wir müssen den Block wieder darunter holen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meinte. Halt, warte mal, ich muss mich raufstellen. Okay, das wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr knapp. So, das heißt, wir müssen hier am besten den relativ an der Kante positionieren. Damit der Geist. Ich übe das einmal. Der Geist muss so machen und dann so machen, ja. Okay. Mal gucken. Wow. Mal sehen. So, diesmal glaube ich, so schnell es geht, alles tun. Oder? Vielleicht auch nicht. Weil wir müssen ja noch hin, ne? Ich mach's erstmal so schnell es geht. Boah, das schafft man gar nicht. Das schafft man nicht, Leute. Nee, warte mal, das ist. Das funktioniert so nicht. Okay, nehmen wir an, wir stehen da drauf. Das nützt uns eigentlich wenig. Oder kann man von dort vielleicht darüber springen? Ja, mir ist klar, also das ist der Plan, dass ich auf die vorbeifliegende Plattform springe. Das habe ich jetzt bloß abgebrochen, weil ich es eh nicht schaffe, weil der Geist es nicht geschafft hat. Mit der anderen Plattform. Ach so. Ja gut, aber das nützt uns gar nichts. Wir müssen ja an die Kante. Ah, warte mal, wir können auch da hinten an die andere Kante, ja? Ja, stimmt. Man könnte von hier oben auf den Block springen. Das würde auch gehen, ja? Aber wie kriegen wir. Ne, wir kriegen ja den Block hier nicht rauf. Doch, doch, der Geist kann den Kubus schieben, das geht schon, aber es war vom Timing her nicht ausreichend. Oder wir schieben ihn an die Wand da hinten, das würde natürlich genauso gehen. Die Frage ist, ob das irgendwie einen Tick schneller funktioniert. Leute, wie soll ich den Block auf die Plattform bringen? Ah, warte mal. Ja, stimmt. Ihr habt recht, ihr habt recht. Das könnte gehen, ja. Das könnte gehen. Leute, ich muss kurz mal eine kleine Pause machen. Bin gleich wieder da. Es hat hier kurz geklopft. Ich muss mal kurz gucken, was hier los ist. So, das Klopfen war da, aber es diente nicht als Signal für mich, sondern
irgendwo hier auf dem Dachboden kämpft unsere Katze mit einem Kater. Das sollte verhindert werden. Okay, ich bin zurück. Also, der Plan war, wir schieben den Block hier oben auf diese andere Plattform, die jetzt aber noch gar nicht da ist. Das macht also keinen Sinn. Die müssen wir erstmal rüberfahren. Nee, es wird kein Kätzchen geben, weil sterilisiert. Gut. So, jetzt springen wir hier wieder runter. Okay, und dann kann man von da oben darauf springen. Das müsste gehen. Das Problem ist, dass der Geist ebenfalls darauf springen muss, weil er den Block ja noch schieben muss. Aber warum nicht? Probieren wir es. So, der Geist muss jetzt hier. Das passt aber noch nicht. Das passt noch nicht, Leute. Oh, scheiße. Ja, treffen sollte ich. Okay, man könnte das noch anders machen. Den Knopf nicht als Geist drücken. Ja, genau. Aber der Geist muss ja schieben, ne? Wow, warte mal, wie soll das denn bitte gehen? Wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann muss ich ja zum Geist werden. Okay, da könnten wir Zeit gewinnen, ja. Ja, das könnte funktionieren, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit. Ich hab's verkackt. Hä? Wieso ist der da hängen geblieben? Hab ich ihn... Was ist das denn? Der hängt in der Luft, Leute. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ah, der ist hier an der Kante irgendwie hängen geblieben. Das ist das Problem gewesen. Aber so geht es. Wir haben's. Wir haben's. Ich habe den Sprung nur nicht hinbekommen. Aber so funktioniert es. Ja, cool. Sehr, 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 sehr clever. Wow, das ist insofern clever, weil es, also insofern noch verzwickt, weil es halt verschiedene Möglichkeiten noch für das Problem gibt. So, gut, kurz mal gucken. Also, eigentlich war alles richtig. Ich hätte nur den Sprung richtig machen müssen. Beziehungsweise ich brauche gar nicht springen. Ich muss hier einfach nur stehen bleiben. Jawohl. Jawohl. Ja gut, sehr gut. Gut mitgerätselt, Leute. So, und jetzt? Müssen wir jetzt noch irgendwas bedenken? Nö, ne? Wir können den, glaube ich, einfach so grapschen. Und damit da runterspringen und damit da runterspringen. Und dann ist es gewesen, ne? Dürfte jetzt eigentlich nichts schief gehen. Warte mal, wo müssen wir hin? Da
da oben. Genau. Und dann haben wir den Kristall. Und warum brauchen wir noch einen fünften? So, sehr schön. Ja, so, und wie kommen wir jetzt eigentlich zurück? Können wir mit dem Gefährt einfach zurück? Und was ist mit dem anderen Teil da hinten? Ist das jetzt eine Art Bonus-Level? Oder brauchen wir noch einen fünften? Habe ich ein Rückfahrticket gebucht? Ja, gute Frage. Ja, wir können problemlos zurückfahren. Kein Ding. Ja, was meint ihr, Leute? Soll ich den auch noch versuchen oder wollen wir einfach zurückfahren und es drauf ankommen lassen? Erstmal einloggen. Wie seht ihr das? Versuchen. Okay. Dann versuchen wir es. So, die Sache wird insofern interessant. Ah, warte mal. Können wir den Cube mitnehmen? Weil den brauchen wir hier vielleicht sogar schon noch. Kneifen geht immer. Naja, genau, den Block. Nee, ich weiß nicht. Ich kann mit Cube, glaube ich, nicht springen. Ne? Meines Wissens war das so. Ich glaube, ich kann nicht springen. Wir testen es mal. Ja, ich kann nicht springen. Geht also nicht. Okay. Gut, das heißt, es gibt jetzt erstmal keine Möglichkeit. Wir müssen hier runterspringen. Weil hier kommen wir nicht hoch. Okay, das ist also der einzige Weg. Hier könnte man auch runterspringen, das ist, glaube ich, egal. Dann machen wir das mal. So. Okay, hier haben wir eine Plattform. Ja, toll. Mit der können wir jetzt einfach nur hoch und runter fahren. Ja, da haben wir viel gewonnen. Hä? Leute, wir kommen hier gar nicht weiter. Ich wüsste nicht, wie wir mit unseren Mitteln jetzt hier irgendwas machen können. Vielleicht bekommen wir später noch irgendwas anderes oder wir kommen hier nochmal hin oder gibt es noch eine andere Art? Mal um die Ecken schauen, sagt er. Ja, gut. Ah! Aha, okay. Wir gucken mal um die Ecken, ja, ihr habt recht. Oh, hier ist auch noch was. Natürlich. Hier ist ja alles. Alles gut. Kein Problem. Wir kommen da hoch. Okay, wir sind hier oben. Hier oben können wir was machen? Gut, wir können mit dem Geist hier raufgehen und selbst darüber. Was auch immer uns das bringt, das müssen wir dann erstmal sehen. Das ist alles. Mehr können wir hier im Moment nicht machen, so wie es aussieht. Der Geist könnte das Ding noch manipulieren. Der könnte das runterwerfen. Das wäre, glaube ich, möglich. Aber was nützt uns das? Wir könnten den Cube ja unten zurücksetzen. Wir kriegen den Cube sowieso runter, ist kein Problem. Da war ja unten ein Rückschalter. Okay, dann machen wir erstmal das. Fahren wir da erstmal rüber. Na, oh, ich bin zu langsam. Okay.
Ich hätte noch ein bisschen warten müssen. Zu schnell gedrückt. Erneut eine Frage des Timings. So, jetzt lasse ich mir ein bisschen Zeit, stelle mich jetzt hier rauf. Müsste trotzdem reichen. Es kann auch sein, dass der Geist drüber gehen kann. Das ist auch möglich. Jetzt habe ich schon wieder gepennt. So, und was ist hier jetzt möglich? Da aktivieren wir was? Ja, was ist das? Was haben wir jetzt da gerade aktiviert? Bewegt sich da irgendwas? Oder es geht jetzt hier unten eine Tür auf? Das Tor ist offen, alles klar. Ach, das Tor oben ist offen. Aha. Sehr gut. Okay, das können wir mit dem Geist machen. Und wir gehen darüber, ja. Ja, reicht gerade so. Oh, locker Zeit. Die Frage ist, was machen wir da eigentlich? Ich glaube, wir brauchen da noch was. Mal gucken. Okay, lol. Das nützt uns genau gar nichts, außer dass wir dorthin kommen. Was macht das Ding? Das Ding wird... Das geht da hoch. Okay, also theoretisch ist es... Na, warte mal. Ich springe mal hier runter. Da kamen wir vorher auch schon hin. Stimmt, das ist nichts Neues. Richtig, da hätten wir auch schon hingekonnt. Aha, was ist denn da? Okay, und da haben wir das Kristall. So, gut. So weit, so gut. Das heißt, es muss gleichzeitig das aktiviert werden und das. Im Prinzip. Okay, der Geist müsste die Plattform aktivieren und dann hier runterlaufen und sich hier draufstellen. Aber das, ob das reicht vom Timing her? Den kleinen Block holen. Ja, aber wie kommen wir an den Block? Den kriegen wir hier nicht hoch. Ja gut, das würde vielleicht über Umwege gehen. Der Geist könnte den Block vorher holen, ja. Beziehungsweise das würde irgendwie gehen, ja. Kann sein, dass wir vorher noch diese Zwischenaufgabe lösen müssen. Dass wir den Block brauchen. Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir gucken. Ich probiere es erstmal ohne Block. Ich weiß, dass ich zurück muss. Wir spielen das Spiel mit der Archäologin. Die Tochter der Archäologin. Du kannst doch mit dem Block auf die große Plattform. Ja, ja, das kann ich. Ich kann den Block da unten auch... Nee, ich kann mit dem Block so einfach nicht auf die große Plattform, weil ich den hier nicht hochbekomme. So einfach geht das nicht. Ich probiere das mal mit dem Geist.
So, der Geist stellt sich hier rauf. Okay, wartet, bis der da einmal rüber ist. Läuft hier schnell. Okay, das schafft man nicht. Man braucht den Block. Das geht nicht. Okay, kurz überlegen. Der Block ist da unten. Oder da. Wie kriegen wir den Block hier hoch? Das ist jetzt die große Frage. Wie kriegen wir den Block hier hoch? Wir nehmen den Block, springen damit runter und fahren. Naja, dann kommen wir ihn wieder nicht. Wir kriegen den nicht hoch. Nee, ich kann den Block nicht von oben aufnehmen. Das geht mit Sicherheit nicht. Nee, das geht nicht. Mit dem Geist den Block nehmen und auf der anderen Seite der Brücke auf die Plattform legen, die man selbst aktiviert. Ja, das könnte funktionieren. Das ist eine gute Idee. Okay, warte mal. Also es heißt, wir... Okay, das heißt aber, wenn wir diese Geisteraktion machen, dann ist die Plattform noch gar nicht da. Das ist interessant, ob das dann funktioniert. Bin mal gespannt. Das ist an sich eine coole Idee. Das heißt, wir sind jetzt der Geist. Wir nehmen das jetzt. Jetzt ist die Plattform noch nicht da. Wir lassen ihr noch ein bisschen Zeit und springen jetzt einfach runter. Ja, vielleicht war es zu spät. Wie witzig ist das denn? Es geht, Leute. Wie cool ist das denn? Ja, sehr geil. So, warte mal. Aber jetzt... jetzt kurz überlegen. So... Wenn wir dürfen jetzt nicht darunter springen, das wäre jetzt fatal, weil wir dann nicht wieder hochkommen. Das heißt, ja, aber wie machen wir das jetzt? Der Geist muss jetzt runterspringen und den Block darauf legen. Ja, das macht einfach einmal der Geist. Easy. Perfekt, damit liegt er da. Und wir können dann einfach rüber und den Kristall holen. Ich glaube, wir haben es, Leute. Ja, perfekt. Woher kenne ich Hourglass? Der Entwickler hat mich angeschrieben. Und ich fand's geil. So, wir haben den zweiten. Mal gucken, ob wir beide brauchen. Sehr schön. Der fünfte Kristall ist sogar ein Achievement. Wunderbar. Prima. Dann heißt es jetzt zurück, ne? Wir haben's. Prima. Ah, ist schon launig. Also gut, dass wir das Rätsel gemacht haben, weil das war schon besonders cool. Mit dem Geist, der ins Nichts springt. Sehr clever. Auf geht's. Zurück. Ob wir wieder an der gleichen Stelle landen? Vermutlich, ne?
mit Anubis Air wieder zurück. Das ist wirklich schön, das Schiff. Jetzt dreht es sich nochmal. Welcher der drei Entwickler? Ich glaube, es war... Also, Patrick hatte mich angeschrieben. Es war, glaube ich, war Klim selbst. So, wo ist jetzt da die Plattform? Da oben. Ja, wir brauchen tatsächlich aber nur ein Kristall, wie es aussieht. Einer bleibt über. Vielleicht brauchen wir ihn fürs nächste Mal, oder? Es ist quasi ein Bonuskristall. So, sehr schön. Wir haben das erste Siegel, Leute. Großartig. Ah, es wird uns auch links an... Oh, was? Ist das jetzt so eine Art Portalpunkt? Wo war denn das jetzt eben? Hier rechts, ne? Könnte sein, dass wir jetzt hier ganz schnell zurückkommen, dass wir nicht zurücklaufen müssen. Ha! Habe ich es doch gesagt. Sehr gut. Gut durchdacht. So, jetzt müssen wir wieder in die reale Welt zurückkehren. Und das dort platzieren. Das schließt sich und das andere öffnet sich. Wunderbar. Und die Aktivierung hört auf. Prima. Okay, jetzt ist die Frage, gibt es eine Abkürzung? Oh ja, es ist an alles gedacht, Leute. Ja, hervorragend. Den Sockel, wo ich das Siegel bekommen habe, das ist jetzt zu spät, leider. Habe ich nicht drauf geachtet. So, wir sind hier wieder am Anfang und können jetzt das erste Siegel platzieren. Der Zusatzkristall ist weg. Oh ja. Okay, es hat immerhin ein Achievement gegeben. Dann scheint es tatsächlich echt fakultativ zu sein. Die letzten beiden Rätsel sind vermutlich besonders schwer. Und wenn man an einem scheitert, hat man dann noch... hat man die Wahl so ein bisschen. Passt perfekt. Der Skarabäus. So hieß auch das Achievement. Ja, sehr schön. Hat sich jetzt hier noch was verändert? Naja, doch, es gibt schon erstes oder letztes. Das waren die beiden letzten. Also man konnte die jetzt nicht zuerst machen, weil man erst das Schiff erreichen musste. Und das Schiff hat man erst erreicht. Ja gut, doch, das Schiff. Stimmt, das sah man auch schon gleich am Anfang. Ja doch, man hätte auch gleich hinfahren können. Stimmt schon. Aber gefühlt war das Schiff sozusagen... dazu da, um zum letzten Kristall zu kommen. Naja, ist schon richtig. Okay, so, jetzt also das Krokodil. Starten wir damit. Das hatten auch die alten Ägypter noch nicht. Diese sind hier beglückt worden durch einen ganz speziellen Fund. So, auch hier scheint es wieder zu einer Pyramide zu gehen. Und vorher eine Reihe von anderen Rätseln zu geben. Gut, machen wir uns an die Arbeit.
Schnappi. So, auch hier ist mal wieder so eine offene Welt. Der Fluss, der hier lang fließt. Okay, da drüben. Haben wir den Kubus. Hier haben wir eine Plattform. Die Plattform aktivieren wir, indem wir uns darauf stellen. Das wird also der Geist machen. Das ist vermutlich die erste und relativ simple Herausforderung. Erstmal den Kubus hierher zu bringen. Immer wieder der gleiche Shit. Ja, sehr clever. Dumm, die dumm, die dumm. Super simpel, ja. Es ist simpel. Wenn man diese eine Kleinigkeit bedenkt. Oder oh, hinten ist ein tatsächliches Krokodil, habt ihr es gesehen? Da. Jetzt sieht man es nicht mehr. Ah, doch, dahin. So, was machen wir jetzt damit? Wissen wir noch nicht. Da oben können wir hier rauf, wenn wir das da hinstellen. Ja, können wir. Sehr gut. Aha. Jetzt die Frage, müssen wir mit dem Kubus darauf oder nicht? Das wäre sogar möglich. Wir müssen uns mit dem Geist dann bloß sehr viel Zeit lassen. Wieder im letzten Moment drücken. Das würde dann gehen, vermutlich. Ich bin nicht sicher, ob ich aus Versehen zweimal geklickt habe. Könnte sein, dass das jetzt ein Fail war. Aber ansonsten ist das ja problemlos machbar. Ja. Doppelklick. Nochmal. Pff. Geist? Was fällt dir ein? Warum komme ich hier nicht hoch? Der Kubo steht falsch. Jetzt können wir nochmal gucken, wie ich da... ich kann seitlich hochlaufen? Aha. Das ist, glaube ich, nur ein Trick. Oder ich habe... Ah, wisst ihr was? Ich glaube, das ist gar nicht legal, was ich hier mache. Das ist gar nicht so gedacht. Hier soll man gar nicht hochkommen. Ich habe mich da hochgebackt irgendwie. Okay, alles klar. Dann ist das gar nicht so gewollt. So, warte mal, das heißt, so ist es gewollt. Hochgeglitscht, genau. Das wollte ich sagen. So, das heißt, das gleiche wie eben. Ist ja auch easy. Und jetzt bloß nicht doppelt klicken, sondern nur einmal klicken. Zack. Sie kommt durch. Oh, das wird aber knapp. Vielleicht habe ich mich doch nicht hochgeglitscht. Das schafft man gar nicht, Leute. Oh mein Gott. Vielleicht muss es doch so gehen, wie ich es gemacht habe. Oder vielleicht soll man gar nicht den Würfel haben. Wollen wir uns nochmal hochglitschen? Komm, das muss doch irgendwie gehen. Ja, schaut mal, es geht. Los, wir glitschen uns da hoch. Ha! Ha! Wir tricksen das Spiel aus. Ah, nein! 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 Nein, es ist so. Okay, wir kriegen das. Wir haben es jetzt zweimal hinbekommen. Es muss ja gehen. Es muss bloß am richtigen Punkt stehen.
Kommen wir. Wir testen das jetzt. Hier ist die Kante. Ja, hier so ein bisschen links hoch die Kante. Dann geht's. Ja. Warte mal. Ob das... Kann ich den eigentlich... Shit, Leute. Shit. Wisst ihr, was ich dachte? Ich dachte, ich muss den Cube stehen lassen, weil sonst der Geist nicht hochkommt. Vielleicht ist das ja auch so. Was passiert, wenn wir dem Geist den Cube wegnehmen? Das ist nicht so, sagt Sastu. Der kommt auch ohne. Na gut, probieren wir es nochmal. Der Glitch ist nicht so einfach zu erwischen. Ne, müssen wir nochmal machen. Jetzt kommt der Ehrgeiz durch. Ist die Plattform, die ist unten, ne? Ich habe das Gefühl, der Geist springt auch irgendwie anders. Der springt irgendwie so seitlich weg. Ja, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Ich muss den nochmal anders positionieren. Würfel weiter rechts, meint ihr? Ich würde tendenziell sagen, würfel weiter links. Weil genau, da ist die Ecke. Da ist die Ecke. Ja. Okay, jetzt muss es aber klappen. Lol, jetzt haben wir den Würfel da oben. Und das ist illegal. Ob der uns irgendwelche massiven... Oh mein Gott, da ist schon der nächste Würfel. Wir haben zwei Würfel. Komm, das wird uns jetzt hier zum Vorteil gereichen. So. Okay. Was haben wir hier? Ein Würfel, um da hochzukommen. Ein Würfel... Okay, fuck. Was macht man denn da bitte? Okay, also das muss gleichzeitig aktiviert sein. So, wir haben ja jetzt einen Würfel mehr. Mit dem Würfel können wir aber nicht springen. Wir könnten... wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Pass auf. Wir stellen einen Würfel einfach hier rauf, den wir illegal erhalten haben. Oder vielleicht ist es ja auch... gewollt, ich weiß es nicht. Warte mal, das geht nicht. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Halt, mit dem Geist würde es natürlich gehen, ne? Der Geist geht runter. Ja, mit dem Geist geht das problemlos. Achso, shit. Warte mal. Wie machen wir das denn? Nee, das geht doch nicht so einfach. Der Geist muss oben sein, ja. So ist es. Der Geist muss nach oben, ja. Ich bin schon drüben, aber der Würfel ist nicht drüben. Das ist der Punkt. Der Geist muss oben stehen. Der Geist steht einfach hier. Und wir stellen uns unten rauf. Aber was... Warte mal, aber wie kommen wir denn an den Würfel ran? Nee, das funktioniert auch nicht. Okay, jetzt habe ich auch zu lange gepennt. Jetzt ist unser schöner Würfel weg. Nein, er ist wieder da. Ach, das war ja der.
Ja, aber den wir geklaut haben, den können wir ja nicht respawnen. Der ist wertvoll. Ich weiß, dass wir weitergehen können, aber wir brauchen hier drüben mit Sicherheit einen Würfel. Nein, ich kann, Leute, ich kann den Würfel nicht von oben aufheben. Ich sag's nochmal. So, warte mal, nochmal kurz überlegen. Wir packen den Würfel darauf. Den Würfel stapeln und von oben nehmen. Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. Das könnte man auch machen mit dem Geist einfach. Geht nicht. Erlaubt das Spiel nicht. Mit dem Geist unten, dann selbst die Wand hochmachen und rüberlaufen. Ja, das Problem ist, dass, also das Problem ist folgendes. Wenn wir hier unten sind, dann, na gut, das könnte gerade so vom Timing her hinhauen. Wir versuchen es nochmal. Naja, wir müssen den Würfel selber abholen, aber das ist halt vom Timing super knapp. Ich hoffe, das ist jetzt der Richtige, der respawnt. So. Okay, also nochmal. Der Geist geht runter, stellt sich dort rauf. Wir stellen uns hier rauf. Und wenn das Ding vorbei ist, laufen wir hin und holen den ab. Ja, so müsste es funktionieren. Ach so, das Problem ist ja, genau, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ach so, aber was passiert? Die Zeit wird zurück. Ah, die Zeit wird ja zurückgedreht. Ja, genau. Deswegen. Alles klar. Super. Okay, das hatte ich vorhin nicht mit beachtet, dass die Zeit ja zurückgedreht wird. Theoretisch, sag mal, theoretisch könnten wir jetzt sogar unseren Würfel, unseren zweiten Würfel hier auch noch wieder mitnehmen. Wollen wir das Spiel weitertreiben? Wollen wir uns den gesneakten Würfel hier auch noch mitnehmen? warte mal, dazu müssen wir den jetzt erstmal hinten hinbringen. Ah, muss ich zweimal laufen. Dann leg oben den Würfel einfach drauf. Nee, ich kann den nicht drauflegen. Oder ist er drauf? Ah, ich glaube, er muss aber hinten hin, sonst bringt das nichts. Zweiter Würfel ist ein Achievement. Glaube ich zwar nicht. So, jetzt ist er richtig. Okay. So, und dann das gleiche nochmal. Jetzt, pass auf, jetzt tragen wir wie so ein Blöder diese beiden Würfel mit durch dieses ganze Level. Und am Ende ist es viel komplizierter, diese beiden Würfel zu behalten, als das normal zu lösen. Jawohl, wir haben den zweiten Würfel. Der kommt bis zum Ende mit. Okay, wir gucken uns das wieder an. So, die werden jetzt irgendwie ausgebeutet, die Dinge abzubauen. Müssen die abgeben. Ah, die fertigen jetzt Waffen damit an. Und werden super stark und mächtig. Okay, unsere beiden Würfel. Was macht der? Der fährt dort runter. Aha.
Okay, das heißt, das würden wir eigentlich sogar schaffen. Ja, passt auf, wir werden den Würfel jetzt wieder mitnehmen. Den müssen wir jetzt wahrscheinlich oben lassen. Aber unseren Würfel nehmen wir natürlich mit. Oder war da ein Geistertor? Ja, jetzt zu spät. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. So, okay. Was geht hier los? Hier kann man springen. Hier. Ja, jetzt. Jetzt ist der Punkt, wo wir, glaube ich, von dem Würfel profitieren und uns hier mega die Rätsel sparen, weil wir jetzt einfach die Tür aufmachen können. Yay! Okay, also für Speedrunner haben wir hier was rausgekriegt, würde ich mal sagen. Ich bin mal echt so frech und gehe jetzt hier direkt rein. Wir können ihn nicht. Achso, mitnehmen bringt, glaube ich, jetzt nichts, weil drin. Naja, wir können ihn mal mitnehmen aus reiner Nostalgie. Aber ich glaube, drin geht eh ne, geht eh eine neue Welt los. Oh, hier sieht es ja anders aus. Gruseliger, nebliger. Wow, cool. Der Glückswürfel. Das Stundenglas. Warte mal, was war das? Können wir jetzt selber das aktivieren? Aufnahme starten. Wir können jetzt ohne Portal. Ich laufe mal ein bisschen rum. Ah, tatsächlich. Wir können das jetzt jederzeit machen, oder? Aber ich sehe keinen Geist. Doch. Okay. Okay, alles klar. Das heißt, ab sofort benötigen wir keine Portale mehr, wenn ich das richtig verstehe. Und können das, was bisher die Portale nur konnten, jederzeit machen. Okay, ja, super. Gut. Aber wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen noch zur Pyramide. Die ist wahrscheinlich woanders, der Eingang. Die Karte am Anfang habe ich mir leider jetzt nicht gemerkt. Wie was? Was? Okay, doch, es geht doch hoch. Es klemmte irgendwie gerade. So, unseren geliebten Würfel nehmen wir wieder mit. Ja, das war ein extra Raum für die Uhr. So, jetzt ist die Frage, welche Richtung zur Pyramide? Ich denke mal, ach, schaut mal, da oben scheint es zur Pyramide zu gehen. Da ist das Code. Ah, jetzt müssen wir den. Ach, wie gemein. Och Mensch. Wir können leider damit nicht rüberspringen. Unser Glückswürfel, wir müssen ihn zurücklassen. Ah, naja. Aber er hat uns ein Rätsel erspart, mindestens. Wie kommen wir nicht mal hier hoch? Okay. Nee, ich löse das jetzt nicht. Ich finde, man muss auch ein bisschen belohnt werden dafür, dass man sowas. Ah, okay, jetzt brauchen wir das Stundenglas.
Zeit. Jetzt, pass auf, jetzt drücke ich nicht sofort, sondern lass mir genüsslich Zeit. Ich habe gelernt. Gut, weiter geht's. Manche werden für sowas in einem Speedrun-Wiki verewigt als Entdecker. Ja, ich hoffe, ihr wart dabei. Ihr seid Zeugen. Wir haben es rausbekommen. Ich hätte mich auch vorher drauf stellen können. Und stimmt, ja, richtig. Guter Hinweis. So, okay, was macht der Schalter? Der... Aha. Okay, das ist wieder so ein Ding, wo man die anderen erst deaktivieren muss, verstehe. Und die deaktiviert man so. Und dazu brauchen wir den Geist. Der Geist, der den Schalter bedient und sich dann hier drauf stellt. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier drauf, laufen mit dem Geist hier rüber und stellen uns hier auf. Ja, das müsste perfekt passen. Ja, ja, wichtig. Man muss jetzt überlegen, wo startet man, wo steht man. Super. Wir sind rübergekommen, okay. So, wir müssen hier ganz offensichtlich hoch. Aha. Aha, was haben wir da oben? Gar nichts. Das heißt, hier muss der Geist wieder agieren. Der Geist muss sich jetzt dorthin stellen. Ja, ist ja kein Problem, oder? Wir nehmen den Würfel. Starten den Geist, stellen uns dorthin. Und gehen mit dem Würfel raus. Easy. Na. Gut. So, was passiert hier? Da kommt eine Brücke da oben rüber. Okay. Gut. Das heißt, zuerst dort mit dem Eigen, mit der Stundenuhr. Und dann werden wir da oben runterspringen mit dem Geist. Auch kein Problem. Okay. Genau. Gut. Das sind jetzt erstmal einfache Rätsel, um das neue Stundenglas kennenzulernen. Wir sind bei der Pyramide, Leute. Das heißt, da kommen wir wieder in die fliegende Stadt. Ja, das kennen wir schon. Ob man innerhalb der ersten Geistaktion noch eine zweite starten kann, oh Gott, dann würde es ja echt komplex werden. Okay. Schade, dass man den Kristall verloren hat. Wäre irgendwie cool, wenn man hier belohnt würde, dass man ein Rätsel weniger machen müsste. Aber naja. Gut. Sehr schön. Wir sind wieder hier. Also, es ist natürlich anders. Das ist das Portal-Ding. Und wir müssen erstmal darüber kommen. Kein Problem.
weil es gerade angesprochen wird, ja, morgen ist Herrenabend, morgen ist auch Stream. Allerdings starte ich noch kein neues Projekt, sondern wir werden erst einmal RimWorld fortsetzen, weil ich Medieval Dynasty starten werde, aber mich noch ein bisschen einspielen werde. Entschuldigt ein bisschen für Off-Topic, aber das wollte ich eigentlich am Beginn sagen. So, dann lasst uns konzentrieren wieder auf das, was wir hier machen müssen. Also, wo ist denn, also wir haben hier eine Plattform. Die Plattform wird da hinten aktiviert. Okay, das ist hier alles ein bisschen anders. Das aktiviert die Plattform. So weit, so gut. Das heißt, wir brauchen vermutlich den Stein dort oder wir müssen den Stein mit auf die Plattform nehmen. Das weiß ich nicht so richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zeit zu knapp ist, die der Geist hier steht. Deswegen müssen wir den Stein hier hinstellen, schätze ich mal. Illegales Off-Topic. Ach so, mit R kann man die Aufnahme verkürzen. Ja, guter Hinweis. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob. Aber ich glaube, wir müssen das so machen. Weil sonst reicht die Zeit nicht. Mal gucken. Nee, hey Franke, ich war gemeint. du hast ja nur gefragt. Ihr könnt ja off-topic machen. Nur ich nicht. Okay, das ist hier wieder simpel. Raufstellen. Geist macht den Rest. Oh, warte mal, ist das wirklich so simpel? Weil er muss ja die ganze Zeit. Schaffen wir das? Oder brauchen. Nein, Leute, das schaffen wir nicht. Verdammt, wir schaffen das nicht. Das heißt, wir brauchen hier oben doch das Ding. Okay. Das wird ja jetzt interessanter. Naja, hier hätte ich einen Würfel gebraucht. Okay, alles klar. Also so geht's nicht. Aber man kann den Würfel ja schon raufstellen. Obwohl, nee, die Frage ist, geht das denn mit dem. Also, wie soll denn das gehen, Leute? Das ist ja schwierig. Ah, wisst. Nee. Warte mal, wenn ich jetzt. Ich muss ja hier stehen bleiben, weil sonst schaffe ich das nicht. Da reicht doch niemals die Zeit. Wisst ihr was? Kann ich selbst. Wir können ja. Ah, ich weiß. Ich weiß. Wir müssen erst selbst rüber, dann springen wir mit dem Geist runter, packen mit dem Geist das hier rauf. Und fahren dann nochmal, springen nochmal mit dem Geist runter und fahren dann rüber. So ist es. Auf halb. Ich glaube, so wie ich es gesagt habe, das ist der richtige Weg. Ja, ist egal. Nee, ist nicht. Doch, ist egal. Genau, wenn wir drüben sind, springen wir einfach mit dem Geist runter. Das müsste doch gehen, oder? Das müsste eigentlich gehen. So, wir sind drüben. So, jetzt gehen wir mit dem Geist runter und nehmen das jetzt erstmal mit und packen das oben rauf. Da müssen wir wahrscheinlich mehrfach gehen, was aber kein Problem ist. Der bleibt ja da liegen, wo er war, ne? Genau. So, also jetzt nochmal Geist.
Boah, ernsthaft? Das muss man jetzt so betreiben? Gibt es noch eine schnellere Art? Nee, der Weg wird nicht kürzer, das stimmt. Scheiße, das geht so nicht. Warte mal, was kann man da noch anders machen? Jetzt liegt der Block da hinten. Ja, ich kann ihn aber zurückteleportieren. Das ist kein Problem. Gibt es noch eine Art, wie man das besser machen kann? Man kann resetten, ja. Mit der Geist mit der Plattform zurückfahren, wenn der erste Geist den Cube zurückbringt. Nee, man kann zweimal Geister rufen? Nee, das glaube ich nicht. Wir machen das mal. So, und jetzt noch ein Geist. Nee, mit R bricht man das nur ab. Man kann nicht mit zwei Geistern unterwegs sein. Wenn du mit dem Würfel auf der Plattform bist und der Geist sich auflöst, einen neuen beschwören und wieder draufstellen. Das verstehe ich nicht. Ich bin ja mit dem Würfel nicht auf der Plattform. Was ist da rechts? Da ist nichts. Das würde mich sehr wundern, wenn da was wäre. Ja, kann man das irgendwie noch optimieren? Ich könnte mich hier noch komplett an den Rand stellen. Ganz vorne an die Kante, ja. Boah. Scheiße, also ich habe es noch ein bisschen. Also man kann es noch ein bisschen. Aber kommen doch nie damit zur Plattform, Leute. Beim Hochfahren mit dem Würfel zusammen, dann auf halbem Weg den neuen Geist beschwören, um die Fahrt zu verlängern. Ah, okay, ja, das könnte klappen. Das heißt, den ursprünglichen Plan mit dem Würfel raufgehen, mit dem Geist auf die Plattform gehen. Ja, das könnte klappen. Stimmt. Stimmt. Das ist eine gute Idee. So, wie gesagt, ich hoffe, ihr spoilert nicht, wenn ihr das Spiel schon kennt. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht der Fall gewesen ist. Aber das ist eine gute Idee, ja. Okay, alles klar, nochmal runter. Oh, das ist ja wirklich clever. Okay, ja. Respekt. Wow. Da wäre ich echt nicht so schnell drauf gekommen. Sehr, sehr cool. Ach, wir stehen jetzt hier oben. Wieso stehen wir oben? Das ist merkwürdig. Egal, wir haben den Würfel. Das ist das Wichtigste. Aber den müssen wir jetzt auch mit Bedacht einsetzen. So, jetzt geht's. Ja, sehr schön. Prima. Und da oben haben wir den ersten Kristall. Leute, das Spiel macht echt Laune.
sehr, sehr, sehr spaßig. Wunderbar. Wir wissen gar nicht, ob wir vier hier auch benötigen, aber schauen wir, da hinten ist schon das erste Symbol. Das sind wieder vier Kristalle. Ach, wie entzückend. Time Loops sind definitiv unser Ding, ja. Nö, ich will nicht früh aufhören, auf keinen Fall. Warum sollte ich früher aufhören? Gibt keinen Grund. Gibt eher genug Gründe, später aufzuhören. Okay, so, warte mal, hier können wir vermutlich rüberspringen. Da geht's weiter und da hinten geht's hoch. Ich soll mir anschauen, wie der Platz aussieht, wo der Siegel, wo das Siegel hängt. Ja, wie sieht das aus? Ne, weiß ich jetzt nicht. Was müsste mir jetzt hier auffallen? Da passt der fünfte Kristall rein. Nee, wir haben ja keinen. Wir haben ja keinen mehr. Es gibt hier wieder nur vier. Was? Eine Eidechse? Ja gut, die habe ich gesehen, ja. Okay, Leute, wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal wieder nach links. Kroko, ja stimmt, Krokodil ist das. Wir gehen hier und springen. So, hier wird es vermutlich irgendwie hochgehen. Das heißt, wir brauchen hier einen Cube. Den müssen wir von da drüben vielleicht holen. Ne, da ist der Kristall ist da drüben, okay. Ah! Wenn du das Siegel hast, ist Platz für den fünften Kristall. Ah, okay. Ah, schade. Den hätten wir dann dort einsetzen können. Ach, das ist ja ärgerlich. Ah, okay. Gut. Da müssen wir dann diesmal drauf achten. So, wie läuft das hier? Da müssen wir kurz innehalten und darüber gehen. Um das wegzumachen. Das Problem ist, das müsste aber eigentlich unser Geist machen. Oh, wow. Oh, wow. Das heißt, das muss irgendwie crazy gut getimed sein. Aber man kriegt dann einen Extra-Würfel. Ernsthaft? Das ist jetzt ein Gag, ne? So, warte mal, aber das muss jetzt gut getimed sein, weil wir müssen, pass auf, wir müssen, glaube ich, den Geist hier raufschicken und dann müssen wir, während wir, nee, warte mal, wie machen wir das denn? Dann muss der Geist, oder vielleicht können wir da hinten, ah, wir können da hinten, glaube ich, hoch, ne? Wir müssen, glaube ich, erstmal darüber. Ich glaube, ich denke zu kompliziert. Ich glaube, da hinten kommen wir irgendwie weiter. So, das reicht schon. Da hinten geht es, glaube ich, irgendwie hoch. Genau, da kriegen wir, glaube ich, was. Okay. Da sind wir jetzt erstmal. Also der macht mit Sicherheit diese Dinger weg, ja. Das ist klar. So. Dann schauen wir mal, was wir hier bekommen können. Hier oben ist ein Schalter. Was macht der Schalter? Der macht da hinten. Aha. Okay, also von da hinten müssen wir den Cube holen. Das ist soweit auch klar. So, die Frage ist, wow, wie geht das denn bitte vom Timing? Okay, pass auf, man muss in der Mitte starten
Der Geist läuft dahin und wir laufen dahin. Aber wie kommen wir dann zurück? Okay, wow, der Geist muss zweimal drücken. Krass. Okay, wir testen das mal. Wir müssen uns den Standort merken. Wir starten jetzt hier beim Baum. Der Geist läuft los mit vollstem Tempo. Das könnte schon zu weit weg sein. Wir drücken einmal. Und das reicht nicht. Okay, alles klar. Wir müssen näher ran. Wir starten hier beim Stein. Das nächste Mal. So. Drücken. Ich sehe die Plattform nicht. Ach scheiße, ich bin mit der erstmal zurückgefahren wieder, ne? Okay, alles klar. Ja, ich weiß, dass ich noch zur Plattform laufen muss. Klar. So, ich sehe die kaum. Wo ist sie? Da ist sie jetzt. Boah, das schaffe ich nicht. Man schafft das nicht, zweimal zu drücken. Ich lauf mal. Ja gut, ich hätte ein bisschen früher. Aber was ist das denn? Okay, den kann man zurücksetzen. Ich muss ja beim zweiten Mal drücken, wenn die schon da ist. Ist ja Wahnsinn. Ah, warte mal. Wir sind wieder falsch. Wir müssen wieder zurückfahren. Muss eh nochmal machen. Das zweite Mal laufen, wenn du losfährst. Verstehe ich nicht ganz genau. Ah, ich hätte ein bisschen früher. Eine halbe Sekunde wäre noch drin gewesen. So, ich muss ja jetzt... Jetzt muss ich drucken, aber das ist nicht schaffbar. Also hier schaffe ich es. Okay, hier ist noch ein bisschen Luft. Ja, aber guck, wir kommen ja nicht mal ansatzweise rüber. Das geht so nicht. Wenn der Geist den Stein auf die Plattform legt und du am Schalter bleibst. Wie soll das denn gehen? Den Geist ein zweites Mal von der Plattform ausbohren und den anderen... Wie soll ich... Der Geist kommt ja da nicht weg. Der ist ja auch in der Luft. Der kann ja auch abstürzen. Den Geist einmal drücken lassen, wenn man auf der Plattform steht und dann einen neuen beschwören, der die Rückfahrt initiiert. Ja, nee, das würde ja bedeuten, wie würde man... Der Geist startet ja dort, wo man startet. Und man ist ja dann drüben. Wie soll der Geist rüberkommen? Einmal drücken, auf die Plattform stellen und nochmal einen Geist beschwören, der nochmal drückt, während du rüberfährst. Ja, so, von hier aus starten? Nee. Ach so, doch, das könnte passen. Ja, während ich... Das könnte passen, ja. Okay, es muss ein bisschen weiter vorn sein, okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Aber ich verstehe jetzt, was ihr meint. Wir müssen uns... Ich fange mal hier an. Ah.
reicht auch nicht. Okay, dann fange ich hier beim Schattenende an. Das funktioniert nicht beim zweiten Geist, ja, stimmt. Ja, reicht auch nicht, Leute. Das kann ja nicht beim zweiten Geist funktionieren, weil der dort erst starten würde. Nee, das kann nicht funktionieren, Leute. Geht nicht. Das kann nicht der Weg sein. Wow. Okay, nochmal nachdenken. Haben wir irgendwas übersehen? Kann man das irgendwie andersrum machen? Wie, was passiert, wenn man auf den, der Knopf resettet einfach nur den Cube. Der Schalter resettet den Cube. Das, da passiert nichts Besonderes. Haben wir hier noch was übersehen? Hier ist der Anfang. Nee. Der Geist stellt den Würfel auf die Plattform. Nee. Ja, okay. Das könnte man versuchen. Aber wie soll das gehen? Dazu müsste sich die Plattform bewegen schon. Ne, der respawnt den. Kann ich rechts... Ja, da kann ich weiterfahren, aber dazu brauche ich den Cube. Sonst kann ich nicht weiterfahren. Wir brauchen diesen Cube, um dort weiterzufahren. Das ist zumindest meine These. Unten, ist da unten noch was? Nee. Oder wir können da doch weiterfahren und das ist hier nur quasi so ein Ablenkungsmanöver. Grand Horas, wie soll ich denn in der Mitte der Plattform einen Geist losschicken? Der stürzt doch ab. Ich steuere den Knopf, der Geist holt den Würfel. Ja, aber wie soll der Geist denn von da hinten bis da kommen, wenn er nicht von da bis da kommt? Funktioniert doch nicht, Leute. Na, ich drücke jetzt. Jetzt läuft der Geist los. Also, wie soll das funktionieren? Ja, ja, wir machen noch off-topic. Aber das muss doch jetzt zu knacken sein, oder? Hälfte des Weges haben wir schon ausprobiert, Leute. Die Hälfte des Weges Geschichte haben wir doch schon ausprobiert. Fahr rüber, leg den Stein auf die Plattform, spring danach in den Tod. Nosferatu, das haben wir schon. Starte in der Mitte, schick den Geist zum Schalter, lauf in der Zeit zur Plattform. Das haben wir schon. Das haben wir ganz am Anfang ausprobiert. Das ist der logischste Weg, ja. Das ist schon getestet worden. Vom gelben Busch. Was ist denn der gelbe Busch? Fahr mal rüber, ohne über den Rückweg nachzudenken. Ich kann nicht rüberfahren. Ich schaffe, naja, ich mach's nochmal, ja? Warte mal, jetzt erschaffe ich mal einen Geist, der hier rüberfährt. Ah! Leute!
Leute, so geht's. Wow! Crazy shit, das ist es. Das ist es, wir müssten einfach... Oh mein Gott, wie geil. Ja, natürlich. Ja, gut. Ah, spaßig. Perfektes Ende. Naja, komm, den Kristall holen wir noch. Mr. Selfie, du machst jetzt hier ein bisschen Stress. Den Kristall wollen wir hier noch holen. Das ist doch klar. Da haben wir mindestens jetzt zumindest schon die Hälfte von dem hier. Der Kristall ist ja auch schon da drüben. So, alles klar. Jetzt können wir auf dem normalen Weg... Jetzt können wir auf normalem Weg da eigentlich rüber. Normal heißt mit dem Geist. Ich hoffe, das klappt auch so. Ja, ja. Alles gut. Ja, ist die Frage, ob wir das gerade... Erreichen wir das überhaupt? Warte mal. Wir erreichen das gar nicht. Da muss der Cube hin. Oh mein Gott. Es ist komplett andersrum. Der Geist muss dahin. Der Cube muss dahin. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mit dem Geist nochmal darüber den Cube holen. Okay, alles klar. So, wollen wir jetzt mal kurz nachdenken. Also... Ja, aber der Geist muss den ja dahin legen. Kann man... Man kann das abbrechen, ne? Man kann irgendwie so ein ganz kurzes... Ich weiß nicht, funktioniert das? Ja, ja. Der zweite Geist muss aussteigen, aber der muss ja erst das hier machen. Der muss aber trotzdem lange draufbleiben. Der zweite Geist muss aussteigen. Ja, das geht. Ja, ja, müsste eigentlich gehen, ja. Eigentlich dürfte es kein Problem sein. Oder wir fallen doch... Ach nee, während der Geist... Ne, es müsste gehen. Ach Quatsch, das war ja Unsinn, Leute. Der Cube muss ja mit. Nee, es war richtig. Ole, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Nochmal zurück. Entschuldigt. Jetzt war ich verwirrt. So, das Ding muss mal zurückkommen. Das war schon richtig. Der fährt ja unendlich mit und der zweite Geist geht dann rüber. Ja, ja, ja. Alles klar. Entschuldigt. So, gut. Nee, abbrechen darf ich nicht. So, jetzt brauchen wir einen Geist. Ach so. Ja, ich darf ja nicht abbrechen. Der muss ja durchlaufen. Also jetzt kann ich abbrechen eigentlich, ne? Ist egal. Ja, jetzt klappt's. Okay, wow. Judy, der zweite Kristall. Prima, prima.
Vögelchen ist wieder da. Der Weg führt uns da oben hin. Ich bin irgendwie so neugierig. Wir fahren da nochmal hin. Ach, da fahren wir jetzt hin. Okay. Das können wir, glaube ich, auch abbrechen. Ach so, wir fahren jetzt wieder zurück. Aha, okay, alles klar. Das ist nur der Rückweg. Verstehe. Das heißt, das haben wir jetzt. Wir haben es. Den Teil erledigt. Hier gibt es, glaube ich, nichts weiter. Hier ist wieder ein Sprungding. Das heißt, wir können den Cube... Oder unten war auch irgendwas, ne? Habt ihr es gesehen? Da war irgendwas. Jo. Prima. Geh da mal runter. Kann man da runtergehen? Komm, das probieren wir noch mal aus. Bevor wir jetzt erstmal Feierabend machen. Von hier aus ging es nicht runter, aber da. Na, schau mal. Aha. Okay. Okay, hier wird die Geschichte noch... hier ist der Schlüssel dafür, wie wir hier den Wagen bedienen. Das können wir uns merken in der Mitte. Das darf nicht aktiviert sein. Außerdem gibt es jetzt einen Krieg, so wie es aussieht, zwischen Parteien, die beide die Macht haben. Die schützen sich damit, die greifen an. Die Verteidiger haben gewonnen und nehmen die Angreifer gefangen. Mit magischen Fesseln. Alles klar, soweit. Na gut, hier geht es wahrscheinlich wieder hoch zurück. Ja, cool. Dann wissen wir schon, wo wir das, wie wir das nächste Mal den Wagen bedienen werden. Okay, da sind wir wieder an dem Punkt. Und da links geht's weiter und da oben geht's weiter. Ja, prima. Gut, ich gehe mal davon aus, dass das Spiel sauber speichert. Und insofern werden wir für heute erstmal Feierabend machen.